Herzlich willkommen im Stadion. Immer wieder diese schöne Ungewissheit. Manni Breukmann und Frank Buschmann sind Ihre Kommentatoren. Ja, und wir freuen uns auf, Manni, hoffentlich klasse Fußball. Und die heutige Begegnung heißt Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Na, da warten wir mal ab, was die Bayern aus München heute bringen. Los geht's mit der Vorbereitung auf eine Spielzeit, an deren Ende diese Mannschaft nur eins will, den Meistertitel. Der FC Bayern hat natürlich auch seine Neider in der Fußball-Bundesliga. Solche Rivalitäten liefern immer gute Storys. Wer sportlich erfolgreich ist, der wird eben auch angefeindet. Ich glaube, das ist normal. Ich erinnere mich immer gern an die Titelzweikämpfe auf Augenhöhe. Mit Borussia Mönchengladbach, mit dem HSV, Bayer Leverkusen und in letzter Zeit zum Beispiel mit Borussia Dortmund. Wirklich ein Paradebeispiel für einen hochmodernen Zweckbau. Die Allianz Arena im Norden Münchens. Allein schon das ausgefuchste System der sogenannten Esplanade, einem Wegesystem, das zur Verteilung und Lenkung der Besucherströme dient, ist erstaunlich. Da guckst du. Und die Leitung des Spiels übernimmt heute Song Kwan Cho. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Und die Situation ist bereinigt. Blindes Verständnis hier. Das könnte eine Torchance geben. Ribéry. Der Torwart erstmal ganz erleichtert durchatmen, denn da hat wirklich nicht viel gefehlt. Robben. Philipp Lahm. Javi Martinez. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Zwei Spieler, wer kriegt ihn? Er muss schnell entscheiden und er entscheidet Vorteil. Das weiß ich aber auch nicht so genau. Hätte man auch auf Vorteil entscheiden können. Mandzukic, wenn irgendeiner auf die Idee mit den hohen Flanken kommt, dann ist er zur Stelle. Die Abwehr steht goldrichtig. Tja, das gibt Reaktionen auf den Tribünen. Schweinsteiger. Balleroberung im Mittelfeld. Und nun Christian Gentner. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Und jetzt geht's aber zur Sache, da staubt's richtig. Steigamba. Mandzukic. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Achtung, Test. Tja, es sollte schöner Fußball werden. Ja, aber das mit dem Außenriss ist so eine Geschichte. Mandzukic. Schwab.
Wäre Ihnen wahrscheinlich lieber, aber es gibt nur Einwurf. Da wird er vom Ball getrennt. Müller. Also die Chance hat er vertan. Martinez. Ja, da kommt was auf uns zu. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Und nun Christian Gentner. Ribéry. 0 zu 0, das ist das Ergebnis zur Pause, aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Also das war ja wohl gar nichts. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung, jeder steht in seiner Hälfte, die zweite Halbzeit beginnt. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Philipp Lahm, jetzt setzt er sich ein, jetzt kämpft er um den Ball. Arjen Robben den Ball besitzt. Christian Gentner. Er lässt das Spiel weiterlaufen. Vorteil. Absolut richtige Entscheidung. Und nun Traoré. Kakao. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Schön gesehen. Und nun Traoré. Wollen jetzt das Führungstor ohne Frage und eine Auswechslung soll dabei mithelfen. Alaba. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Schwach. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. Sie machen nochmal Druck. Sie wollen unbedingt in Führung gehen. Und nun Traoré. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Es wird nochmal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner nochmal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Schön gehalten. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Und nun Ivicevic. Präzise Flanke, aber der Abwehrspieler, er kommt trotzdem ran. Und Christian Gentner.
Und der Schiedsrichter entscheidet, Freistoß. Schwab. Und der Angriff wurde gestoppt. Das haben wir heute schon ein paar Mal von ihm gesehen. Ibišević. Und der Keeper ganz sicher. Martin Hanek. Und Christian Gentner. Klares Foul. Es gibt Freistoß. Rutscht er immer aber ziemlich rein. Ein klares Foulspiel, korrekte Entscheidung. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Die Mauer rückt nach vorn, das ist das übliche Spielchen. Und der Schiedsrichter greift in keinster Weise ein. Wer wird der Sieger sein? Nach 90 Minuten wissen wir es noch nicht. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen, ohne Entscheidung.